Ja, es gibt Momente im Rettungsdienst, egal wie wortstark man ist, ja, kann einem trotzdem das irgendwann einfach nur mal die Sprache verschlagen und man steht da und weiß eigentlich gar nicht, wie man antworten soll oder reagieren soll. Genau das ist geschehen, als mein Kollege und ich zu einem internistischen Notfall gerufen worden sind in ein Bordell, also in einen Puff. Ja, ganz genau. Dorfsdame, wir nennen es mal so, die dann halt eben es für erforderlich gehalten haben, den Rettungsdienst zu alarmieren. Nun sind wir dort angekommen, in diesem Puff. Jetzt haben wir uns erstmal durch diese ganzen Gänge da geschlängelt, bis wir dann in dem entsprechenden Zimmer gewesen sind reingekommen. Und bevor ich überhaupt mit dem Patienten oder irgendwas gesprochen habe, habe ich an der Wand eine riesige Fototapete gesehen, neben dem Bett, wo der Patient auch drauf lag. Oder der Kunde. Das kann man jetzt halten wie ein Dachdecker. Ja, und diese Fototapete zeigte im Endeffekt das weibliche Geschlecht von gespreizten Beinen bis hin zu ungefähr 2 Meter mal, keine Ahnung, was das waren, 1,50 Meter Breite, was da nun auf dieser Fototapete an dieser Wand hing. Ich konnte mir natürlich nicht verkneifen, mir das anzugucken und einfach mal in die Runde zu fragen, sag mal, was ist denn das eigentlich für ein alter Lappen da? Ja, die Hausdame, die uns ja nun gerufen hatte, weil ihr Kunde dort erkrankt ist, guckte dann etwas entgeistert, guckte mich an und sagte dann, ja, danke, das bin ich. Ja, und das war tatsächlich dann einer dieser sprachlosen Momente im Rettungsdienst. Da krieg ich so einen Blutdruck, da!